Hallo zusammen und herzlich willkommen zu «Auf gleicher Höhe», eine Serie von «Abseits», wo wir live im Stadion sind und nachher in der Mixed Zone Interviews mit den Spielerinnen und Trainerinnen und Trainer und Spieler vom Schweizer Fußball führen. Heute sind wir live beim Nazi-Spiel Schweiz gegen Tschechien und werden jetzt versuchen, die ein oder andere Spielerin zu interviewen. Merci. Wir befinden uns jetzt im Stade de la Maladière in Neuchâtel. Und wir haben jetzt die Schweizer Frauen-Nazi dürfen zuschauen. Wir haben den Frauen-Nazi zuschauen, wie sie 5-1 gewonnen haben gegen Tschechien. André, was war das aus deiner Sicht für ein Spiel? Ein super Spiel, das die Schweiz gezeigt hat. Sie ist in dieser Gruppe einfach einer der Favoriten. Sie haben dominiert die ganze Zeit durch. Aber vor allem in den ersten 45 Minuten, wo es den Tschechen kaum eine Chance gegeben hat und nachher ermöglicht haben, dass ihre Spielerinnen vorne einfach eins nach dem anderen machen können. 4 Goal in der ersten Halbzeit, 4-0. Nachher in der zweiten Halbzeit hat man ein bisschen den Fuss vom Gaspedal genommen. Ein paar Spielerinnen sind geschont worden, wie man von der Frau Voss Zecklenburg vorhin gehört hat. Und insgesamt aber ein super Spiel von der Schweiz. Die neue Offensivtaktik mit der Frau Bürki rechts aussen, Vanessa Bürki, super gespielt in diesem Match. Auch Anna Crnogorčević hat super als Außenverteidigerin können einspringen und das gut gespielt. Und ja, das letzte Goal von Tschechien am Schluss, nicht weiter tragisch, weil die Schweiz hat das Ganze im Griff gehabt und ja nachher noch mal nachdoppeln können, 5-1 können machen. Insgesamt ein super Fußballabend, 2008 Zuschauer, fast zu wenig. Ja, das ist so. Stichwort erste Halbzeit noch schnell. Ist es denn in der zweiten Halbzeit eher ein Schonen gewesen oder mehr ein Nachlassen? Da habe ich mich immer gefragt. Ja, man könnte meinen, es ist ein Nachlassen, aber wie Ramona Bachmann uns gesagt hat, es ist einfach ein bisschen psychologisch, wenn du schon 4-0 durch bist in der Pause, dann weisst du, das entgleitet dir eigentlich nicht mehr. Und dann haben halt die Spielerinnen auch gedacht an ihre lange Saison, die sie jetzt hatten, und an das, was noch kommt. Es gibt noch mal Champions League-Woche und für viele von diesen Spielerinnen wird das eine entscheidende Woche. Und dann wollen sie einfach fit sein. Und es ist klar, dass wenn die Tschechien nicht viel bringt, dann die Schweiz halt auch nicht mehr viel macht und dann einfach versucht, mit ein paar guten Chancen, guten Schüssen den Sieg zu verfestigen und auszubauen. Aber insgesamt wird man dann nur noch ein bisschen ballen eigentlich. Noch ganz schnell zum Schluss. Spielerin vom Match ist für dich gewesen, wer? Das ist sehr eine schwierige Frage. Wir hatten sehr, sehr gute Spielerinnen gehabt. Crnogorčević hat super gespielt auf der Außenverteidigerposition, immer wieder vorne mitgespielt. Kaufen bei den Flanken, bei allem. Vanessa Bürki hat fast das beste Spiel gemacht. Sie hat wirklich permanent keinen Ball aufgegeben, ist gegangen. Sie hat gefunden, das ist jetzt eine Position, die mir die Trainerin anvertraut. Da werde ich sie jetzt nicht enttäuschen. Und das hat sie wirklich nicht. Wir haben sie da genau vor dem Goal gesehen, wo wir stehen. Häufiger die Bälle kurz noch an der Linie abzufangen und dann einzubringen, das war tödlich für die Mannschaft von Tschechien. Auch Ramona Bachmann hat sehr gut gespielt, sie ist gut ins Team gekommen und Lara Dickemann wie immer anspielbar und einfach die Ruhe in Person in diesem Team. Also wirklich genau sagen, wer die beste Spielerin war, kann man nicht. Aber Bürki, Bachmann und Hum natürlich. Hum am Anfang super Druck gemacht, hat sie am Anfang die tschechischen Verteidigerinnen nicht Mühe gemacht, hätten sie wahrscheinlich nie 4 Goal können schiessen dann in den darauffolgenden Minuten. Also das ist eine richtige Teamleistung gewesen, wo man natürlich muss sagen, Vanessa Bürki, Ramona Bachmann und Anna Crnogorčević sind die Besten gewesen. Ja. Einige von diesen Spielerinnen, wie auch Trainerin Martina Voss-Tecklenburg, haben wir dann auch noch vor die Kamera, respektive vor das Mikrofon gebracht. Frau Voss-Tecklenburg, es war eine fast perfekte erste Halbzeit, fast perfekt, weil oft stand man zu weit vorne und lief eigentlich Gefahr, im Konter zu laufen. Jetzt hat Tschechien nicht die Offensivkraft, die die Schweiz hat. Wie können Sie sich das erklären und ist das ein Punkt, den Sie zu verbessern versuchen werden? Wir wollten offensiv spielen, wir wollten attraktiv spielen, wir spielen bewusst so, im Moment mit einer Raute noch offensiver und wir nehmen dann auch mal in Kauf, dass wenn der Gegner dann in Ballbesitz kommt, ja vielleicht auch mal in Konter zu laufen, aber wenn man dann 4 Tore schießt, dann ist das vielleicht auch nicht ganz so schlimm, also von daher ist das aufgegangen, wir sind gut zwischen die Reihen gekommen,
Und ja, haben dann schon auch noch ein paar kleine Fehler, ein paar Nachlässigkeiten gehabt. Vielleicht auch dem geschuldet, dass unser Offensivspiel so gut lief. Aber heute bin ich weit davon entfernt, Kritik zu üben. Ja, ganz klar. In der zweiten Halbzeit haben Sie dann in der Verteidigung ein bisschen umgestellt, immer wieder andere Spielerinnen spielen lassen, den Positionen. Ist das schon vorgedacht für das nächste Jahr, wo man dann vielleicht ab und zu mal improvisieren muss? Oder war das jetzt einfach situationsbedingt, weil Sie gewissen Spielerinnen etwas Zeit geben wollten? Also beides, da ist alles drin. Wir haben schauen, dass wir alle Spielerinnen, die wir auch dabei haben, irgendwo zum Einsatz bringen. Spielerinnen, die länger nicht gespielt haben und die es dann auch verdient haben, weil sie absolut gleichwertig sind. Und von daher wechseln wir da auch auf einigen Positionen. Kivic haben wir rausgenommen, weil sie eine gelbe Karte hatten, wie sie gegen Italien sicherlich wieder brauchen werden. Anna war sehr, sehr müde, hat in der Halbzeit schon gesagt, dass sie nicht gerne 90 Minuten spielen möchte. Und wir wissen, dass wir gute Spielerinnen haben von der Bank. Wir haben in Nordirland mit einer Floriana Ismaili über 90 Minuten gespielt. Wir haben heute Spielerinnen reingebracht, die nicht so viel Einsatzzeiten hatten. Wenn wir das machen können, dann ist das eine gute Situation. Das hatten wir lange nicht. Und von daher sind wir froh, dass ich den Spielerinnen viel Einsatzzeiten geben kann. Falls Sie mir noch eine Frage erlauben, nicht spezifisch zum Spiel, sondern allgemein zum Frauenfußball. Es ist schade, dass man immer wieder auf Kunstrasen spielen muss. Wie froh wäre man auch, um ein Team vom einen Spiel am Freitag bis am Dienstag wieder erholt zu haben, auf richtigem Rasen spielen zu können? Also wir sind heute bewusst auf Kunstrasen gegangen, weil die Witterung vielleicht dann im Dezember nicht mehr ganz so gut ist. Wir wollen lieber auf einem hervorragenden Platz spielen, weil wir technisch eine gute Mannschaft sind. Viele Spielerinnen von uns sind das gewohnt. Also wir sehen das sehr positiv. Wenn wir auf einem guten Rasen spielen, ist gut. Wenn wir auf einem sehr guten Kunstrasen spielen wie heute und schießen 5 Tore, dann ist auch super. Also wir beschäftigen uns mit dieser Thematik nicht. Das Turnier, Olympiaturnier ist auf Kunstrasen. Wir wissen, dass wir gut drauf spielen können. Also alles gut. Super, herzlichen Dank. Bitte schön. Frau Bürki, Sie haben heute ein super Spiel angelegt. Die erste Halbzeit hat Ihnen gehört. Sie haben die Rechtsseite dominiert. Auch zum Beispiel das eine Goal super eingeleitet im Mittelfeld. Wie haben Sie das Spiel erlebt? Ja, ich denke, wir haben in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht. In der zweiten haben wir dann ein bisschen nachgelassen. Aber es ist ja meistens die Gefahr, wenn man so hoch führt, dass man dann vielleicht ein bisschen Gang abschaltet. Und ja, das müssen wir sicher für die Zukunft noch besser machen, dass wir auch in der zweiten Halbzeit gierig bleiben. Und ja, zu meiner Leistung, ich bin froh, dass ich ein gutes Spiel gemacht habe. Aber schlussendlich ist es immer wichtig, dass wir als Mannschaft gewinnen und gut spielen. Sie haben sehr viel Laufarbeit müssen leisten in diesem Spiel, aber haben trotzdem ständig nachgesetzt, auch im Strafraum viel zweite Ball versucht zu gewinnen und können gewinnen. Ist das eine Spielform, die Ihnen zusagt, die offensive Raute? Ja, ich habe jetzt erstmal zwei Spiele auf dieser Position gespielt. Und klar, wenn man natürlich Räume hat, ist es gut für mich, weil ich viel, also gerne den Ball habe und viel den Ball habe. Und ja, ist mir entgegengekommen, weil es der Gegner halt auch nicht immer so gut gemacht hat. Und ja, jetzt ist es zwei Spiele gut gegangen und wir hoffen natürlich, dass es so weitergeht. Merci vielmals. Bitte. Sie sind bei uns sehr prominent gewesen, unsere erste Sendung, und zwar mit Ihrem Goal in der Champions League haben wir hoch ausgelobt und auch unsere Viewerschaft hat das Goal geliebt. Jetzt in der Nazi, mal nicht in der Startaufstellung, aber trotzdem nachher gut reinkommen und geholfen, das Spiel souverän fertig zu bringen. Wie habt ihr das Spiel gesehen von der Bank aus und nachher im Feld? Ja, ich denke, es hat sehr gut angefangen. Ich denke, wir haben von Anfang an einen guten Ball laufen lassen. Die Räume, die wir hatten, denke ich, super genützt. Sehr schöne Goal rausgespielt. Ja, und dann war es wichtig, dass wir das dann, also am Anfang vielleicht uneffektiv leider noch, aber dann ist es wichtig, dass wir das 1-0 geschossen haben. Und ich denke, ab dem 1-0 war es dann eine klare Sache. Und ja, ich habe mich dann gefreut, dass ich nochmal die zweite Halbzeit dann selber nachher auf den Platz. Ja, und ich denke, dann haben wir es einfach, ja. In der offensiven Raute, die Frau Voss-Tecklenburg aufstellt, in welcher Position seht ihr euch am effektivsten nachher, um dem Team zu helfen? Ja, ich denke, die Position, in die ich reinkomme, ist also auf dem Sechser, in einem defensiven Part von dieser Raute. Ich denke, dort ist schon meine effektivste Position. Super, merci vielmals. Gerne, danke. Frau Bachmann, ein ganzes laufstarkes Spiel für Sie, sehr viel Laufpensum, aber es hat sich gelohnt, die 5 Goal, jetzt sind Sie fast an jedem beteiligt gewesen. Wie haben Sie das so ein erlebt, die erste Halbzeit? Ja, die erste Halbzeit haben wir als Team, sag mal, gut angefangen, wir haben auch Goal nicht gemacht vorher. Nachher haben wir kurz eine kleine Phase gehabt, wo wir nicht so konzentriert waren. Und nachher haben wir ein super Spiel gefunden, wir haben kombiniert und es war fast unmöglich gewesen, für die Tschechien gegen uns zu verteidigen.
In der zweiten Halbzeit sind Sie dann eine von denen, die am meisten Initiative hatte und immer wieder versucht hat, ein Goal zu schiessen. An was denken Sie, ist es denn gescheitert, nebst dem Pfosten? Ja, ich denke, wenn man mit 4-0 schon in die Pause geht, klar sind wir in der Pause genauso weiter wie in der ersten Halbzeit, aber es ist nicht immer ganz so einfach. Wir wollen natürlich so weitermachen wie sonst, aber es passiert halt leider allzu oft, dass man vielleicht mal einen Gang ein bisschen zurückschaltet. Ich finde, wir haben trotzdem sehr viel Ballbesitz gehabt, aber ja, vielleicht der letzte Pass nach vorne ist dann nicht mehr ganz so konzentriert gewesen. Sie sind jetzt erst auf das Spiel zu der Nazi zurückgekommen, aber Sie haben sofort wieder Ihre Leaderrolle können übernehmen in diesem Team. Ist das halt ein Nachwehe von dieser WM, wo man einfach so gut eingespielt ist, oder ist das schon immer so gesehen in diesem Team, dass Sie gerade können wieder führen können, wenn es muss sein? Ja, ich denke, das ist ein Dank an das ganze Team. Ich finde, wir haben alle unsere Rollen. Das ist etwas, wo unsere Trainerin halt sehr gut verteilt hat. Jeder hat seine Rolle, weiss genau seine Aufgabe. Und damit also macht es natürlich auch die Spielerinnen einfach, wenn sie mal ausfallen und nachher wieder zurückkommen, dass sie sozusagen einfach wieder ihre Rolle einnehmen können. Sie haben heute das erste Mal mit Frau Bürki auf rechts können spielen. Viel Rochaden über rechts. Ihre Rechtsseite war sowieso heute sehr stark gewesen. Wie hat sich das angefühlt? Denkt ihr, das ist eine Aufstellung, die man gerne wiederholen kann? Ja, die Aufstellung überlasse ich den Trainer. Es bin nicht ich, der das entscheidet, aber es ist sicher heute sehr gut gelaufen. Und ich denke, wir haben auf der Bank Spielerinnen, die zu jeder Zeit reinkommen können und genauso ein gutes Spiel abliefern können wie die heute gespielt haben. Super, merci vielmals.